Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wolfgang Weinkauf liest Gedichte über den Himmel, die Erde und einen Bewegungsmelder. Orion 1. Listig lugt der Orion über die dunklen Dächer. Er sucht nach seinem Freund, den Mond, oder nach mir, der ich warte auf der nächtlichen Terrasse. Bald, ich weiß es, wird er vor mir stehen, über mir, mein großmäuliger Freund, gewaltig mit gespreizten Beinen. Schwer zieht das Schwert seinen Gurt auf die rechte Hüfte. Er ist bereit für den Tanz, den Kampf, den Pfeil oder den Stich des Skorpions. Morgen werden wir uns wiedersehen, wenn die Wolken uns gnädig sind. Orion 2. Hättest du nicht, gewaltsamer Jäger Orion, Merope geschändet, hättest du nicht das Augenlicht verloren. Hättest du nicht die Morgenröte in dich verliebt gemacht, hätte nicht die eifersüchtige Jagdgöttin dich mit ihrem Pfeil getötet. Hättest du nicht geprahlt mit deinen unfehlbaren Jagden, frechmäuliger Orion, hätte dir nicht Hera den großen Skorpion geschickt. So fliehst du nun jede Nacht vor dem giftigen Stachel, tapferer Orion. Der Himmel ist zu klein für euch beide. Es kommt eine Ballade. Sie heißt Wortverlust. Die Älteren werden das Gedicht besser verstehen als die Jüngeren. Heute Morgen fiel mir wieder ein Wort aus dem Kopf. Es muss wohl zwischen den Balkonstäben in den Garten gehüpft sein, doch ich fand keine Spuren im Schnee. Schnell jagte ich einige ähnliche Wörter hinterher, nach ihrem Verwandten zu fahnden, vielleicht unter den Büschen. Aber sie kehrten zurück nach vergeblicher Suche. Voll Sorge war ich, andere würden ihm folgen. Was bliebe dann von mir? So betete ich zur großen heiligen Suchmaschine. Lampen, rief ich. Schutz, rief ich. Doch sie verstand mich nicht. Großmütig bot sie mir Expertentipps und fragte, wie lässt man das Haus bewohnt aussehen? Doch ich fand keine Antwort. Schließlich rief die allwissende heilige Suchmaschine, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder. Demütig nahm ich ihr Wort entgegen, aber unvertraut schien es mir und sprach nicht von dem Licht in dem verlorenen Wort. Jetzt plane ich den Schutz der anderen Wörter. Zäune werde ich winden um meinen Kopf, sie krönen mit Stacheldraht, Bewegungsmelder aufbauen, sie verraten die Flucht. So werden sie bleiben, die Wörter, bei mir. Das letzte, der Einbrecher. Meine Nachbarin hat eine Lampe installiert. Die leuchtet auf, wenn der Einbrecher kommt. Inzwischen wärmen sich die nächtlichen Katzen an dem warnenden Licht, das in mein müdes Schlafzimmer fällt, immer wieder und wieder. Manchmal stehe ich auf der Terrasse mit meiner letzten Zigarette. Dann flammt die Lampe auf. Was sagt das über mich? Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.
Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.